Hallo Freunde der Sport und der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei FIFA 16 mit der Spielerkarriere und unserem nächsten Spiel gegen Mainz 05 und ja, zuletzt habt ihr mir so ein bisschen gesagt, dass mein Ton doch eventuell so ein bisschen leise ist und auch zum anderen, dass eben so ein bisschen Rauschen entstanden ist. Ich habe versucht, da jetzt ein bisschen entgegenzuwirken. Könnt ihr mir gerne mal nochmal in die Kommentare schreiben, ob es jetzt vielleicht besser ist oder vielleicht sogar schlechter. Würde mich sehr interessieren. Ich bin da noch ein bisschen dabei, was zu optimieren. Zwischenzeitlich hat es eigentlich gepasst, aber irgendwie hat sich das mittlerweile wieder so ein bisschen verschoben. Kann auch dran liegen, dass ich jetzt mittlerweile ein anderes Aufnahmeprogramm nehme. Muss man sehen. Ansonsten geht's jetzt hier rein in die Partie. Ekdal gleich mal den Ball gewonnen. Und schickt uns. Und wir kriegen den Freistoß, den haben wir uns auch verdient, würde ich sagen. Dürfen wir selber sogar treten, das Ding. Ja, das könnte gefährlich werden. Auf die Seite. Und, na, da kommt keiner ran, schade. Kommen wir da nochmal ran? Anscheinend nicht. Gibt es dann wenigstens einen Einwurf für uns? Alles klar. So, haben wir irgendeine Anspielstation? Ganz hinten läuft sich jemand in unsere Richtung frei. Diekmeier war es. So, den nehmen wir mit. Baumgartlinger, ja, der will es dann wieder zu perfekt machen. Und wir müssen uns natürlich jetzt wieder ein bisschen zurücknehmen, dass wir hier nicht komplett unsere Kräfte wieder hier aus dem Fenster werfen. Yunus Malli war ja auch bei Dortmund im Gespräch, ich glaube, da habe ich schon darauf hingewiesen. Ist allerdings mittlerweile vom Tisch, denn Mainz fürchtet um den Abstieg. Und deswegen haben sie sich gesagt, nee, den behalten wir lieber bis zum Ende der Saison. Danach können wir immer noch gucken, was wir draus machen. Oh, oh, oh. Brosinski dazwischen und somit gleich mal wieder Mainz im Angriff, wo wir eigentlich gerade den Konter hätten starten können. Und Malli kriegt den Ball nicht weg. Deswegen sind wir jetzt wieder vorne. Wir müssen hier über rechts, über Stieber hier nach vorne gehen. So, Ekdal noch einen ruhigen. Kleber lässt den Ball ganz schön verspringen. Also Glück, dass wir da nicht irgendeinen Gegner haben, der lauert. Wieder auf die rechte Seite. Und Stieber. Ja, den Ball hätte er besser spielen können. Allerdings sind wir trotzdem durchgekommen. Nehmen hier den Eckball mit. Dürfen wir den selber treten? Nee, schade. Das heißt, wir müssen ihn anfordern, sonst kommt er wieder sonst wohin. Nicht, dass der jetzt viel besser kommen würde, aber wenigstens geht er nicht zum Torwart. War Freider noch dran? Nee. Doch, nochmal. Und dann bitte hier hinten hin. Sonst wird es eh wieder nix. Ja, nehmen wir mit. Baumgartlinger passt dann doch nochmal. In der Mitte Diekmeier. Na ja gut, der kann da alleine auch nicht viel draus machen. Nochmal auf Sakai. Und nein, 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 nein. Nicht der zweite Ball. Meine Güte, man sagt dem ersten Spieler, spiel mir den Ball und der zweite gibt ihm einen. Das ist immer noch nicht so nach meinen Vorstellungen. Karius ist erst nochmal dran. Und damit der Gegner jetzt wieder im Angriff, wobei die sich hier Zeit lassen. Das ist vielleicht nicht ganz so gut für euch, denn da sehen wir doch die Lücke. So, auf Außen und das sieht gut aus. Allerdings ein bisschen zu überhastet da, den Ball in die Mitte getragen. Hätte man auch vielleicht zu uns dann im Rückraum passen können oder eine vernünftige Flanke draus machen können. Was auch immer. Alles besser als das, was dann am Ende bei rumkommt, nämlich gar nichts. Sakai muss hinten jetzt erstmal ausputzen. Ganz böser Ball. Auf Außen. Diekmeier da, glaube ich, überhaupt nicht aufgepasst. Und beinahe hätten wir Karius hier den Ball abgenommen. Brosinski sehr, sehr oft zu sehen. Den hatten wir, glaube ich, auch schon im ersten Spiel hier oft auf dem Schirm. Allerdings haben wir das erste Spiel gegen die, soweit ich weiß, noch relativ hoch gewonnen. Zumindest war mir das so im Kopf geblieben. So, jetzt mal drauf da, Jungs. Wir haben viel zu viel Platz. Und die gefährlichste Chance hier bisher kriegt dann der Gegner. Da musste noch jemand dazwischen stehen, damit das Ganze hier nicht gefährlicher wird als ohnehin schon. So, und Mikkel, kannst du mal ganz schnell hier rausspielen. Hier oben stehen wir, hier oben. Dankeschön. Oh, Stieber, Junge. Du machst Sachen. Den mussten wir holen, damit er den Ball nicht verliert. Ja, der ist doch aus. Warum müssen wir den wegkicken? Der ist doch schon immer aus. So, Ekdal. Zurück auf Baumgartlinger.
Und schade, da war er nochmal dazwischen. Der Verteidiger. Ansonsten hatten wir da eine richtig gute Gelegenheit und richtig schön auch gespielt. Eher selten, dass wir da so gut bedient werden. Und hinten ist jetzt Platz. Mali hat allerdings nicht die Geduld, um den Ball hier aufs Tor zu bringen. Von daher ungefährlich. Also auch wir jetzt mit einer ziemlich guten Gelegenheit, die dann allerdings kurz vorher abgeblockt werden konnte. Und Baumgartlinger, jetzt sind wir durch. Und den machen wir alleine. Karius nochmal dran. Karius ist ja mit einer der besten Torhüter momentan so in der Liga, was Bundesliga angeht, auch in der Realität meiner Meinung nach. Karius, Fährmann, natürlich Neuer, sind so da die Top-Besetzung meiner Meinung nach. Alle anderen für mich so ein bisschen weiter im Hintertreffen. Und da ist es wieder. Na gut, Horn. Horn habe ich vergessen. Horn ist auch jemand, der eigentlich ziemlich positiv in der Mannschaft hervorsticht. Für die Defensive absolut wichtig. Bei Köln. Katscha. Und den kriegt der Kollege. Stieber. Und das war gar nichts. Den soll er zu uns bringen. Katscha ist zwar noch dran und macht da ein bisschen was draus, aber er hat den zu uns zurückgepasst, dann hätten wir wahrscheinlich was Gefährlicheres rausdrehen können. So, erst einmal wieder hier die Gelegenheit für Mainz. Allerdings nützen die nicht. Kriegst du den Stieber? Ne, wahrscheinlich nicht. War er dran? Möglich ist es. So haben wir wenigstens nicht den Fehler gemacht. So, Kleber, komm. Ah. Hat er uns nicht gesehen. Sakai. Den fordere ich bitte nicht hier. Das läuft auf einen Fehler hinaus, das sehe ich jetzt schon kommen. Wenn die da hinten so rumkombinieren. Boah, Junge! Den darfst du gerne pfeifen. Also von hinten da so in die Beine zu gehen, das ist schon ein bisschen grenzwertig, meiner Meinung nach. Oh, Diekmeier, jetzt unterwegs. Und den sitzt er hier an. Da haben wir nochmal ein bisschen Platz, um hier ein bisschen zu gehen. Und warum nicht selber schießen, wenn man denn kann? Wir haben die Lücke gehabt und der war wirklich sehr ungefährlich. Also viel zu zentral auf den Torwart gespielt. Was war das von Kleber? Müssen wir eingreifen und auf außen Stieber mitnehmen. Ja, also wir haben uns bisher nicht viele Fehler geleistet, außer dass wir das Tor vielleicht nicht gemacht haben. Zwei, drei Gelegenheiten, gerade die auch eben war eine, die man hätte verwandeln können, ja. Sind sehr viel gelaufen, auch weil Mainz hier im Offensivspiel nicht wirklich finden kann. Sie sind momentan eigentlich eher damit beschäftigt, unsere Angriffe abzuwehren, als dass sie hier selber irgendwas groß starten würden. Und jetzt sind wir mal ein bisschen zu langsam. Haben wir doch den ersten Fehler. Beister, wir bleiben vorne. Wie gesagt, unsere Aufgabe ist es ja nicht zu stören. Das sollen eigentlich die Typen machen, die jetzt hier gerade anfangen damit. Ekdal und Kacza. Kacza ist mir auch immer noch so ein Rätsel, wo der genau spielt. Ekdal heute als offensiver Mittelfeldspieler oder ist das der Zentral und Kacza und. Ne, Quatsch, wer ist denn das? Wer spielt denn rechts wieder? Baumgartlinger und irgendwer auf rechts, der jetzt gerade gekommen sein muss. Gerade eingewechselt. Die spielen im Defensiven und zentral davor ist dann Ekdal, wie es aussieht. Also ich hätte ja Ekdal noch auf das Defensive gesetzt und wir sind schon wieder verletzt, das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, wir werden nicht wieder aufstehen. Oh. Ja, da ist der Abpfiff und das kann was geben hier. Ja, ich glaube, das war so der rechte Knöchel, das hat man sogar in der Wiederholung einigermaßen sehen können. Wir sind da, glaube ich, so ein bisschen auf den Knöchel gefallen. Das ist mir selber auch schon mal passiert. Das ist schmerzhaft und dauert so 2, 3 Wochen, bis man da wieder einsatzfähig ist. Ja, was machen wir jetzt? Das ist wieder die Frage. Wenn wir das Ding simulieren, dann wird es doch garantiert wieder nichts, ne? Kann ich mir doch schon wieder denken, wie das ausgeht. Ah, nee. Wie lange ist es? 2 Monate. Gebrochener Knöchel. Ei, ei, ei.
Das ist natürlich eine Hiobsbotschaft, die wir hier gar nicht hören wollen. Also 2 Monate würde heißen, vom 11. an bis hier zum 11. sollten wir simulieren. Also ich sag mal so, ich simuliere bis hierhin und gucke, wie es dem geht. Und dann gucken wir uns die ganzen Ergebnisse mal am Stück an. Das ist natürlich jetzt blöd, aber wir werden bis dahin nicht fit werden und können auch nicht trainieren in der Zeit. Von daher bringt es jetzt nichts, das Ganze hier durchzusimulieren und uns die ganzen Ergebnisse im Einzelnen anzugucken. Ich gucke da schnell mal drüber und wir gucken dann auf die Tabelle und dann haben wir, glaube ich, eine gute Übersicht, wie das Ganze abgelaufen ist. Dadurch fehlt uns natürlich jetzt sehr, sehr viel Spielpraxis auch international. Also da sind nochmal 2 Spiele hier, bei denen wir vielleicht hätten mitspielen können. Und da macht es das Ganze wieder fragwürdig, ob wir jetzt für die WM nominiert sein werden. Wie sieht's denn aus? Hat man uns jetzt wieder im Training dabei? Diekmeyer ist zurück, Demir bei. Das war der, der auch eben gespielt hat. Lauter Sachen hier an Nachrichten, die wir nicht brauchen. Und wir können immer noch nicht trainieren. Das heißt, es wird wirklich eine komplette Strafe werden. Gucken hier, dass wir das durchkriegen. Und Gregoritsch, war der nicht eben noch bei Mainz? Haben die sich den jetzt geholt irgendwie? Und jetzt, also ich war schon gar nicht so schlecht mit meiner Vermutung, wann wir trainieren können. War nur eine Woche später. Und so viel fehlt nicht mehr. Fernschüsse, einen Punkt noch. Einmal trainieren noch, dann kriegen wir wieder einen Gesamtpunkt. Wir sind fast wieder fit. Wie gesagt, Training ist schon dabei und wir gucken uns ganz schnell mal die ganzen Ergebnisse der letzten 2 Monate an. Also wie haben sie das Spiel gegen Mainz gespielt? 1-1 unentschieden. Gegen Wolfsburg unentschieden 1-1. Gegen Werder Bremen verloren, gegen Bayern verloren. Gegen Leverkusen unentschieden. Das sieht gar nicht gut aus. Gegen Schalke mal gewonnen. Gegen Hoffenheim wieder verloren. Das sind die Testspiele international, die interessieren uns nicht wenig. Allerdings beide gewonnen. Wieder unentschieden gegen Köln. Na, es ist leicht unrealistisch, was hier passiert. Und dann verloren. Also wir haben nur ein einziges Spiel gewonnen in der Zeit, wo wir nicht dabei waren. Sind immer noch auf Platz 7, wie auch immer wir das geschafft haben. Keine Ahnung. Denn normalerweise müssten wir jetzt hier auf Platz, keine Ahnung was runterrutschen, auf Platz 10, 11, 12, sowas in der Drehe. Wir hatten natürlich einen kleinen Vorsprung, aber wie wir den Vorsprung hier jetzt noch gehalten haben, fragt mich bitte nicht. Ja, also eigentlich gar nicht möglich. Denn wir waren vorher auf Platz 6, glaube ich, haben jetzt in der Zeit, ich weiß nicht, 5, 6 unentschieden waren es und ein Sieg. Ansonsten alles verloren und ja, für mich fraglich, wie wir hier vorne stehen können. Es ist am Ende nicht schlimm, dass wir da vorne stehen, ganz klar, aber irgendwie hat sich das Feld hinter uns sehr, sehr eng ineinander geschoben. Sieht man daran auch, dass die hinteren Plätze da noch ziemlich eng beieinander sind. Und bei uns ist dann eine Kluft entstanden und auch vorne gibt es jetzt so viele Punkte nicht. Nach vorne ist für uns noch ein bisschen was drin. Also wir könnten noch auf Platz 5 kommen, realistisch betrachtet. Schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können, beziehungsweise ab wann wir wieder spielen dürfen. Auch das Spiel dürfen wir nicht mitmachen. Ich hoffe, dass da wenigstens was bei rumkommt. Gegen Leipzig bestimmt wieder, ja, eine Niederlage. Also das ist ein bisschen böse, dass wir jetzt hier für den HSV nichts mehr reißen dürfen. Das ist 2 Monate Verletzung. Ich meine, gut, das ist ein gebrochener Knöchel. Das kann man natürlich jetzt nicht gleich sehen. Also ich habe nur gesehen, dass er auf den Knöchel gefallen ist, aber dass der dann gleich gebrochen ist, das bricht uns natürlich das Genick hier. Vor allen Dingen haben wir sehr viel Trainingszeit verloren. Schauen wir nochmal weiter. In der Tabelle, wie gesagt, wir sind da momentan relativ gesichert. Nochmal müssen wir simulieren. Also das ist jetzt länger als 2 Monate. Die voraussichtliche Dauer wird also überschritten hier. Vielleicht werden wir auch gar nicht mehr eingesetzt. 2-3 wieder verloren. Also jetzt wird es langsam knapp, ne? Wir sind immer noch Siebter. Ohne Punkte zu machen, das ist echt unnormal. So, jetzt sind wir wieder einsatzbereit. Jetzt schickt er uns dann anscheinend wieder Ziele zu. Oh, oh, oh. Schusskraft und Stellungsspiel. Oha. Stellungsspiel sind wir jetzt bei einer 90 angekommen dann. Wenn das durchgeht hier. Es geht nicht durch, schade. Schusskraft, Ausdauer, Stellungsspiel dürften aber beim nächsten Mal fällig werden, wenn wir eine vernünftige Trainingseinheit hinbekommen. Und unser nächstes Spiel ist dann auch wieder eins, in dem wir da beide sein dürfen. Wir haben nur noch 3 vor uns und ich hoffe, dass wir da dann durchspielen und vielleicht noch dafür sorgen, dass wir hier in die internationalen Ränge kommen. Das wird sehr schwierig, denn dafür muss Dortmund so ziemlich alles verlieren. Und wir müssen das Ding holen, beziehungsweise mindestens ein Spiel müssen sie verlieren. Und danach können sie auch unentschieden spielen und wir würden es trotzdem schaffen, wenn wir alles gewinnen. Aber, naja, mit der Mannschaft schwierig, alles am Stück zu gewinnen. Ist natürlich schade, wie es jetzt ausgegangen ist hier gegen Ende hin. Somit werden wir wahrscheinlich auch nicht nominiert sein hier für die WM-Spiele.
Juni. Ja, ich sehe hier leider keine Einträge. Vielleicht wird's noch gemacht, aber normalerweise nominieren die ja schon ein bisschen früher. Hoffentlich können wir jetzt noch in den drei Spielen was bewirken. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Euer Shuto.